Hallo und willkommen zurück zu Subsistence mit mir und der Selina. Und wir sind ja letzte Folge zum Schluss gestorben. Hat sich nicht gut angefühlt. Und jetzt sind wir wo komplett anders rausgekommen und erstmal gucken und orientieren, wo wir überhaupt rausgekommen sind. Vielleicht lasse ich mich sogar nochmal sterben. Weil ich ehrlich gesagt, also es dauert irgendwie 10 Minuten oder so. Ach da, da ist mein Totenkopf. Bis die Sachen despawnen. Und es ist halt doof. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das Positive ist jetzt natürlich, dass dadurch, dass wir jetzt hinlaufen müssen, finden wir natürlich einige Kisten. Das Negative ist auch Tiere. Wir finden nicht nur Kisten, okay? Wir finden auch Tiere, die diese Kisten meistens bewachen. Oder einfach existieren. Das ist auch eine Option. Können wir alles noch nicht einsammeln? Naja, naja, naja. Okay. Ja, ich weiß, also ich... Ja, es war doof. Es war doof, sich mit ihm anzulegen. Weiß ich auch. Naja. Jetzt haben wir wieder 7 Kugeln, um ihn platt zu machen. Upsi. Ja, es hat also alles jetzt so seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, das Hinlaufen. Aber letztes Mal sind wir doch hier gespawnt, ja? Also wir sind schon, wenn man das so sieht, sind wir ganz schön weit weg von zu Hause, also vom ursprünglichen Zuhause. Weil das war nämlich hier, da hinten. Jetzt, wo wir hier rausgekommen sind, den See habe ich ja eigentlich gesucht. Ist das ein Bär? Wir laufen mal drum herum. Ich möchte ihm nämlich nicht in die Arme laufen. So. Und das war nämlich eine andere Höhle, an der wir waren. Wir haben, glaube ich, noch ein Stückchen vor uns. Was halt auch unglaublich ist. Und ich hoffe, dass unser Loot bis dahin nicht despawnt, weil ansonsten bin ich... Also, dann bin ich echt traurig. So, du fängst an. Und dann passiert sowas, gleich zu Beginn. Und bald spawnen ja schon die Banditen. Aber ich habe die Banditen tatsächlich eingestellt, dass sie nicht angreifen. Also grundlos nicht angreifen. Dass sie nur als Rache angreifen, wenn ich sie angegriffen habe. So, das ist dann. Das finde ich noch so okay und legitim. Aber ansonsten ist halt hier Leben und Leben lassen, ne? Finde ich okay so. Ja, ich sammle jetzt auch erstmal alles nur auf dem Weg ein, weil ich gerne verhindern möchte, dass meine Sachen despawnen. Also, eigentlich möchte ich das verhindern. Ob ich das schaffe? Wir werden sehen. Es ist schon riesig, die Map. Aber bin ich nicht letztes Mal die komplette Map abgelaufen? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich bin doch auch nie so weit weg von zu Hause gespawnt. Ich glaube auch, weil's... Oh nein, lass mich in Ruhe. Nein. Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt gleich zu Hause ankomme, muss ich dann trotzdem nochmal gegen den kämpfen, ne? Ey, stell dir vor, ich habe den Basecairn schon gebaut. Wenn das jetzt alles despawnt... Ich glaube aber, die haben die Zeit hochgesetzt vom Despawner. Also den Despawn-Timer. Haben die, glaube ich, schon mittlerweile hochgesetzt. War auch in irgendeiner der Patch-Notes drin. Ne? Ich habe auch so das Gefühl, dass das Subsistence von der Geschichte her einfach ein soziales Experiment ist. Oder? Also, wisst ihr, ich bin auf einer Insel ausgesetzt. Man kann halt um mehreren ausgesetzt werden. Also, mir ist halt keine offizielle Geschichte bekannt. Ich habe jetzt aber auch nicht so recherchiert. Wisst ihr, was ich meine? Aber wenn ich das jetzt so sehe, dass ich einfach auf irgendeiner Insel rausgelassen werde, und Multiplayer ist ja auch möglich, also es ist möglich,
dass mehrere auf der Insel rausgelassen werden. Man hat gerade Kartoffeln. Ich glaube, das waren Kartoffeln. Die sahen nämlich ein bisschen anders aus, ne? Nee, waren keine Kartoffeln. Keine Ahnung. Aber waren wahrscheinlich Fiber, die waren aber viel tiefer im Stein verschwunden. Oh, da oben ist eine Kiste. Nee. Leute, wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir müssen uns ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht zu große. Deswegen sammle ich ja zum Beispiel auch nicht die ganzen Bäume ein, die ich hier sehe. Weil ich einfach viel zu viel Schiss davor habe. Dass einfach mein ganzer Loot despawnt. Und wenn das passiert, dann ist hier. Bin ich traurig. Da sieht ihr eine erwachsene Frau weinen. Ist das, was ihr wollt? Ja, da war noch Fiber. Aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu. Ich schwimme da jetzt rüber. Mit der Waffe in der Hand. Ich kann es auch nicht schneller schwimmen, so. Naja. Aber ich glaube, wir sind eigentlich gut dabei. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so lange gebraucht. Huch. Immer da so ein bisschen laggt. Habe ich halt immer so voll Schiss, ne? Oh, Vögel? Ehrlich? Gab es hier vorher schon Vögel? Ich weiß es nicht. So. Das Gute ist, wir sind halt auch nicht weg, so nicht so weit weg von in Anführungszeichen unserer Basis. Oh, da hinten sind Wildschweine, ne? Oder ist das ein Bär? Ich weiß es nicht. Gibt's hier mit Schwein? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, das Feuer ist mittlerweile aus. Ja, sieht so aus. Sieht das aus. Ah, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Und gleich zeige ich dir, wo meine Waffe die Munition hat, mein Freund. Take it all. I wanna take it all. Okay. Habe ich nicht getroffen, okay. Herm. Was ein böser Wolf. Mir wehgetan. Gut. Erstmal Hände waschen und dann schön kochen. Oh, ein schönes Steak. Guck mal noch. Hier ist auch noch was drin. Ah, schöne Krabbe. Kann es sein, dass hier oben nur noch Krabben rauskommen, weil es zu weit oben ist? War das nicht irgendwie, wenn ich es, umso tiefer ich es. umso weiter unten ich es ins Wasser lasse. So. Okay. Eat all. Eat all. Drink. So. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch eine Foundation herstellen. Ach, schauen Sie hier. Unser erstes kleines Eigenheim. Sehr schön. Müssen wir gucken, Kiste kostet 3. Ah, die könnte ich herstellen, aber dann könnte ich. Gut, passt auf. Mach mal so. Ich bin halt echt auch so ein bisschen am Belegen. Ob ich jetzt zwischen den Folgen mal meine Runde farmen gehe. Medium Steak. Will ich nicht. Aber ich glaube, Proteine gibt es mehr, ne? Mit Medium. Na, wobei weiß ich nicht. Guck ich mal. Das gilt es herauszufinden. Foundation Craft. Und dann müssen wir hier was. Ach, brauchen wir wieder Holz. Und? Nee, gib mehr Protein. Okay. Okay. Und wir brauchen mehr Holz. Holz vor der Hütte. Wir haben noch ein bisschen Blut an unserer Axt. Ja, ist nicht schlimm.
Oh. Als wäre es extra, dass man nur Munition, am Anfang nur Munition und Dings findet und später dann die ganzen Baukisten, oder? Kommt es noch jemanden so vor? Weil am Anfang habe ich ja wirklich nur Munition und Heilung gefunden. War halt auch nicht verkehrt. So. Ich habe mir auch tatsächlich überlegt, dass ich diesmal vielleicht ein bisschen länger Subsistenz mache. Letztes Mal war doch ein bisschen kurz. Ich sehe gerade, da ist eine ist eine Möhren, glaube ich, ne? Keine Zwiebel. Möhren oder Zwiebel? Jetzt Zwiebel. Ah, gar nicht schön hier Zwiebelsoße machen. So. Wie Sub sagt, ist noch lange nicht fertig. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir jetzt wirklich jetzt schon in der dritten Folge. Ja, dritte Folge. schon so gut aufgestellt sind. Also, dass wir es jetzt geschafft haben, schon unsere erste Foundation zu machen. So, da hinten ist ein bisschen höher. Ich würde tatsächlich aber hier so ansetzen. Ne? Ja. Ja. Zack. So, dann machen wir hier unsere erste Foundation steht. Ja. Snap. Okay. Die Frage ist, ist das richtig rum? Oder nicht? Ha. Es ist natürlich bedeutend. Aber das sieht tatsächlich richtig rum aus. Ja, die ist richtig rum. So. Genau, so wollte ich das haben. So, und dann machen wir den Tür. Piep, piep, piep. Huch. Wir sind hochgeladen. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, und jetzt nämlich, Freunde, können wir einen Hühnerstall bauen. Hey! Nein. Da, wir haben so den ersten Schlüssel für eine erste Kiste. Ein Bett. Haben wir nicht. Das braucht man da. Ja gut, ganz ehrlich, das sind so Sachen, da reden wir später mal drüber, okay? Da brauchen wir Holz. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel mehr Holz. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Ich glaube, das Feuer konnte ich auch mit rüber. Dann müssen wir brauchen mehr Bretter. Mehr Bretter. Wenn ich gerade am überlegen, ob ich vielleicht zwischen dieser und der nächsten Folge einfach wirklich nur die Bäume abfarme. Und wirklich nur hier in dem Kreis bleibe. Huch. Achso, in the next days, hunters will start moving into the woods. Into the world. Ups. Ja, mal gucken. No? Mal gucken. Wird natürlich kompliziert. Also ich kann die auch jederzeit ausmachen. Also sollte ich wirklich das Gefühl haben, ah, okay, gut, es ist nicht spielbar. Ich komme überhaupt nicht zurecht. Dann mache ich die wieder aus. Ich hatte ja das, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass ich die dann von Anfang an jetzt haben möchte. Das habe ich dann auch diesmal gemacht. Also wie gesagt, jedenfalls kann ich mich da ganz grob daran erinnern, dass ich das mal gesagt hatte. Weil dann ist es halt nicht so einfach. Und das sollte es ja auch nicht sein. Weil wie gesagt, letztes Mal bin ich ziemlich schnell eigentlich durchgekommen und war dann im Endeffekt fertig. Aber ich glaube, wenn ich die umbringe, dann können die mich auch gar nicht angreifen, oder? Hm. Ja, wir werden uns was überlegen. Ich werde tatsächlich zwischen den Folgen, wenn ich farme, kann es sein, dass ich sogar Hilfe bekomme beim Farmen. Weil alleine dauert es halt immer so ein bisschen. Und die liebe Luna
Die hat mich tatsächlich damals in der letzten Staffel hat sie mich gefunden und ist seitdem fester Bestandteil der Community und spielt ja auch immer auf dem Conan-Server mit, jetzt zurzeit auch. Ja, und sie hat halt angeboten, dass sie Subsistenz auch total geil findet und dass, wenn ich Lust habe, dass sie dann mal zwischendurch reinkommen kann und mir beim Farmen hilft. Von den ganzen Sachen. Dann würde ich ja natürlich dann, ne, weniger Zeit verbrauchen zum Farmen. So. Und ja, würde ich schön finden. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich glaube, ich kann das tatsächlich hier nicht kaputt machen, das Feuer, ne? Ich würde es vielleicht mal ausmachen. Und falls was ist, wieder anmachen. Ansonsten. Ich weiß gar nicht, wie echt das hier war. Ob ich hier auf dem Ding ein Lagerfeuer machen konnte. Ich weiß es nicht mehr. So, wir haben hier. Oh, hätten wir sogar, aber wir haben nicht genug Strom. Ich glaube, ich habe so einen kleinen Generator gebraucht, ne? Ach, wir haben nicht. Hä? Dafür haben wir auch nicht genug Strom. Warte mal. Aber. Ja. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir als erstes brauchen. Haben wir Solarpanels? Ne, Solarpanels können wir auch nicht machen. Nee, das ist der Recycler. Mass Storage. Das werde ich dann später auch brauchen. Die Workbench. Ach, stimmt das. Ach, ja, ist okay. Nach der Zeit, ja. Jetzt. Jetzt haben die 5 Gehirnzellen auch gesagt, ihr, Selina, hast du wirklich alles vergessen. Jetzt habe ich das Feuer ausgemacht, aber brauche ich es eigentlich. Naja gut, wir werden es ja jetzt verlegen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht hier... Ist ja jetzt schon zu dunkel für euch, ne? Ja gut, komm. Wir machen das hier wieder an. Kann ich das irgendwie aufheben? Nee. Ach doch. Move. Mit End. Da. Achso. Ich weiß gar nicht, ob der Fuel dann verschwindet. Ich glaube, ich kann es auch nicht so weit. So. Nein! Wow. 2 Schritte zu weit gelaufen. Ach ja. So. Wir haben ja momentan noch ein offenes Haus. Ach, ich weiß halt nicht, ob ich tatsächlich das Lagerfeuer hier reintun kann. Ich würde die Kiste... Kann ich die Kiste eigentlich auch verschieben dann? Ich glaube schon, oder? Ja. Kann ich verschieben. Sehr gut. Weil dann kann ich schon mal hier ein paar Sachen reinschmeißen. Die ich dann liegen lassen kann. So, daraus machen wir dann Munition. Einfach damit wir es haben. So, Pfeile. Pfeile wären halt auch nicht verkehrt. Weil, fürs sanfte Töten... ist es halt richtig nice. So, das haben wir alles hergestellt. Dann Seile, Holz. Okay, Leute, machen es jetzt folgendermaßen. Ich, so gesehen, überspringe die Nacht. Und wir sehen uns dann nächste Folge. In aller Frische. Und... ja, wir sehen uns dann nächste Folge in aller Frische. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.